Ich freue mich sehr, dass du, lieber Thomas, dir Zeit genommen hast, uns das wundervolle Thema mitzubringen, Social Media Matchmaking. Welche Plattform passt zu dir? Und ich bin schon sehr gespannt darauf, welche Plattform uns du mitbringst zum Vergleich, dass wir uns überlegen können, macht das so für mich Sinn oder eher nicht? Lieber Thomas, deine Bühne. Ja, herzlichen Dank, liebe Lina, für die netten Einleitungsworte. Ich muss mal gerade meinen Bildschirm teilen, deswegen schaue ich gerade etwas blöd. Das ändert sich aber gleich. Gib mir bitte ein kurzes Zeichen. Okay, Daumen hoch. Zwei Daumen hoch, prima. Ganz lieben Dank für die Gelegenheit, heute mein Thema ein bisschen euch näher zu bringen, gerade in der Mittagszeit, in der Mittagspause. Deswegen auch lieben Dank an dich, dass du eingeschaltet hast und die Zeit hier nutzt, um nicht nur was zu essen, sondern nebenher was zu lernen. Ich habe das Thema mitgebracht: Social Media Matchmaking. Finde die Plattform, die zu dir passt. Und damit möchte ich gerne einsteigen heute und mich einmal kurz vorstellen für die, die mich nicht kennen. Thomas Krüdewagen ist mein Name. Ich bin aus Offenbach am Main und seit 2020 helfe ich meinen Kunden dabei, digital in die Sichtbarkeit zu kommen mit digitalen Beratungen und verschiedenen digitalen Dienstleistungen. Ein Standbein dabei ist das Thema Social Media, was auch heute das Thema dazu ist. Ganz zum Schluss gibt es noch die Gelegenheit, meine Kontaktdaten, wenn ihr mögt, aufzurufen, zu scannen. Dazu aber später mehr. Diese drei Fragen habe ich heute rund um das Thema Social Media mitgebracht. Darum solltest du in Social Media präsent sein, ist die erste. Dann geht es gleich weiter, nämlich was sind eigentlich die Unterschiede der jeweiligen Kanäle? Wir werden natürlich heute nicht alle Kanäle durchgehen können, die es da draußen gibt, sondern wir konzentrieren uns auf eine gewisse, auf gewisse Kanäle, auf die ich gleich später eingehe. Und zu guter Letzt gibt es noch für dich hoffentlich super praktische Tipps und Beispiele, damit du auch heute wieder was Gutes aus der Mittagspause mitnehmen kannst. Wir haben später die Gelegenheit, zwischen all diesen Punkten kleine Fragerunden zu gestalten. Das heißt, wenn du Fragen während meines Vortrages hast, notiere sie dir gerne, schreib sie auch schon mal gerne in den Chat. Die liebe Lina wird mir hoffentlich da später ein bisschen helfen, dass ich keine Fragen verpasse. Das heißt, zwischen den einzelnen Punkten machen wir ein kurzes Fragebreak und dann geht es dann weiter in die in den nächsten Punkt. Was erwartet dich heute und womit gehst du aus dem Webinar im besten Fall wieder raus? Pauschale Kurzerläuterung für besseres Verständnis der einzelnen Kanäle steht heute im Fokus. Es kann keine 1:1 Anleitung geben, weil einfach das ein zu komplexes Thema ist und ihr sicherlich auch ganz viele verschiedene Business Cases habt. Da können wir heute nicht speziell im Einzelnen drauf eingehen. Natürlich habe ich ein, zwei plakative Beispiele mitgebracht, damit das Ganze ein bisschen verständlicher wird. Womit gehst du wieder aus dem Webinar? Natürlich im besten Fall, wenn du heute mehr Verständnis für die jeweiligen Kanäle, auf die wir uns heute beziehen, gewinnst, indem du Impulse bekommst für weitere neue Ideen für dich und dein Business und möglicherweise auch, dass du sagst, okay, jetzt ist es Zeit zu starten in einem bestimmten Kanal oder ich möchte meine Kanäle erweitern. Und so ein bisschen gehe ich auch noch darauf ein, dass du es besser einschätzen kannst, wie denn die Messbarkeit von deinen Beiträgen und von deinem Kanalwachstum zu deuten ist. Dort gibt es auch ein paar weiche Faktoren, die man etwas wissen und kennen muss, um das besser einschätzen zu können. Mich würde natürlich interessieren, wer ist denn heute eigentlich alles dabei, beziehungsweise welche Erfahrung habt ihr mit Social Media? Dazu habe ich die Frage, ja, bist du selber in Social Media aktiv? Und da würde ich dich bitten, dass du einmal den Chat benutzt, wie die Lina vorhin auch schon mal euch versucht hat zu motivieren, ihn zu nutzen. Mich interessiert hier, postest du mindestens einmal pro Woche einen Beitrag? Dann schreib gerne einen neuen in den Chat. Wenn du sagst, einmal im Monat ungefähr im Schnitt, das ist so mein Social Media Nutzungsverhalten, privat und Business, also wir möchten das gerne jetzt nicht unterscheiden. Oder bist du jemand, der im positiven Sinne nur liest, dann schreib gerne eine 1 rein. Und wenn du sagst, ich bin überhaupt gar nicht der Social Media Typ, dann bitte schreib eine 0 rein.
Dann sehe ich mal, was wir heute für eine bunte Mischung in der Runde haben. Hier wird schon fleißig der Chat bemüht. Ich sehe einige Neunen, einige Einsen. Fünf und neun. Okay, auch wieder eine Eins. Das sieht ja schon mal gut aus. Das heißt, also ich nehme jetzt mal wahr, dass zumindest jeder in irgendeiner Form in Social Media aktiv ist, mal mehr, mal weniger. Das ist auch ungefähr genauso das Bild, was wir, ich sag mal, in Deutschland so wahrnehmen. Vielen herzlichen Dank schon mal, dass ihr auch mir mal einen kleinen Einblick gewährt habt in euer Social Media Verhalten. Warum ist es eigentlich wichtig, in Social Media präsent zu sein? Hört sich komisch an, dass man das noch im Jahre 2023 tatsächlich erklären muss. Ich erlebe das fast täglich, dass viele Unternehmen und viele Menschen überhaupt gar nicht Social Media affin sind. Und jetzt müssen wir mal kurz den Business-Faktor reinnehmen. Das heißt, wenn ich privat persönlich gar nicht so der Social Media Poster bin und mich dafür gar nicht so groß interessiere, ist es aber trotzdem sehr wichtig und relevant, dass du das für dein Business nutzt, weil hier kommt es ja nicht auf deine privaten Belange an und auf deine Erfahrung, sondern so wie deine Kunden oder wo deine Kunden erreichbar sind. Und dazu habe ich mal eine kleine Statistik, ein paar Zahlen mitgebracht, die das Ganze unterstreichen und untermauern. Wir sehen hier einmal die Nutzerzahlen in Millionen in Deutschland. Das zeigt jetzt, dass Instagram auf Platz 1 mit nun mal fast 27,5 Millionen Nutzern ist. Das ist grob gesagt, ein Drittel der gesamten deutschen Bevölkerung hat einen Account bei Instagram. Facebook ist da auch relativ weit vorne mit dabei. TikTok steigt gerade rasant. Wir sehen noch Xing und Pinterest und andere, die dann folgen werden. Was zeigt uns das? Natürlich, dass mindestens ein Drittel der gesamten deutschen Bevölkerung in Social Media aktiv ist und mit Sicherheit noch mehr darüber hinaus, weil sich natürlich der ein oder andere in jeweils einem Kanal nur bewegt. Und da sehen wir schon gleich, dass wir eine enorme Reichweite und entsprechende Sichtbarkeit auf Social Media Plattformen generieren können. Das ist ein unfassbares Potenzial. Wir können dort kommunizieren und interagieren. Das heißt, wir können dort mit potenziellen Kunden, aber auch mit Bestandskunden, die darf man auch nicht vergessen, können wir hier ja, erreichen mit unseren Inhalten. Wir können dort auch in Kontakt treten, wir können dort kommentieren und liken und eine Community aufbauen. Ein drittes Merkmal ist die Markenbildung, die wir in Social Media vornehmen können. Das heißt, all deine Werte von deinem Unternehmen, von dir, können dort auch kommuniziert werden. Natürlich ist auch alles unter dem Begriff Marketing und Werbung dort. Wir sprechen heute allerdings nicht über bezahlte Werbung. Das ist ein völlig separiertes Thema. Aber wir kennen das alle, wenn wir durch unsere Timeline scrollen, dann werden wir fast zugeschüttet mit Werbung, auch wenn jetzt die Plattformen gerade tatsächlich dahin gehen, dass man mit einem Bezahlmodell die Werbung nicht mehr angezeigt bekommt. Ich muss heute etwas mehr trinken, ich bin etwas angeschlagen, sorry schon mal dafür. Ich habe etwas Halskratzen noch, sollte uns aber heute nicht daran hindern. Dann geht es weiter. Wir können uns natürlich einen unfassbaren Wettbewerbsvorteil verschaffen, wenn zum Beispiel unser unmittelbarer Wettbewerb vielleicht noch nicht so aktiv auf Social Media ist, wir aber dann unseren Vorteil daraus ziehen und eben entsprechend dort uns besser platzieren und positionieren. Und so haben wir die Möglichkeit natürlich, uns von unserem Wettbewerb abzuheben. Krisenmanagement ist auch noch ein kleiner Punkt. Wenn zum Beispiel plakativ die Automobilindustrie mal wieder eine Rückrufaktion hat, dann kann man dort auf gewissen Kanälen darüber sprechen. Ein prominentes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist die Deutsche Bahn. Da gibt es eine Person, der immer über gewisse Themen spricht, die eigentlich jedem Reisenden bei der Deutschen Bahn nerven und erklärt da so ein bisschen auf und finde ich, ist ein gelungenes Krisenmanagement an der Stelle. Damit haben wir den ersten Part schon abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, auf Fragen einzugehen. Wenn du eine Frage hast, schreib sie gerne in den Chat. Hier gibt es schon eine Frage. Hast du eine Einschätzung zu LinkedIn, Nutzerzahl Deutschland? Verzeihen, ich habe keine konkrete Zahl gerade.
Liebe Birgit, ich kann nur sagen, dass LinkedIn gerade rasantes Tempo aufnimmt und Xing sicherlich in nicht allzu langer Zeit ablösen wird. Kommen wir gleich ein bisschen drauf, warum das so sein wird aus meiner Sicht. Mich interessiert, hier kommt noch eine weitere Frage. Mich interessiert LinkedIn auch sehr. Instagram hat für mich bisher gar nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass ich. Genau, da kommen wir auch gleich zu dem Punkt. Also hier schreibt jemand in den Chat, die Caroline, danke für dein Statement, dass LinkedIn bei dir eher funktioniert als die anderen Kanäle. Das hat sicherlich Gründe und auf die gehen wir vielleicht auch gleich punktuell ein. Und gerne können wir im Nachgang nochmal schauen, ob das genau das ist, was du bestätigen kannst zu dem Thema. Okay, laut Google 15 Millionen Nutzer aktuell. Danke, Lina. Auf LinkedIn. Weiter geht's in der Frage, geht bei mir um Entscheidung, ob Xing oder LinkedIn. Beides möchte ich aus Zeitgründen nicht spielen. Liebe Birgit, da kommen wir gleich, können wir gleich wahrscheinlich ganz schnell einen Haken dran machen, weil genau das kommt gleich in der nächsten Folie, wo da gerade die Unterschiede liegen und wieso das eine sicherlich optimaler sein wird als das andere. Gibt es weitere Fragen? Dann schreibt sie gerne in den Chat. Wenn nicht, gehen wir gleich direkt weiter. Das scheint nicht der Fall zu sein. Falls später Fragen aufkommen, können wir die sicherlich gerne noch am Ende angehen. Heute möchte ich mich auf diese Kanäle konzentrieren. Es gibt natürlich noch mindestens eine Handvoll weitere, aber das sind jetzt die, die wir hier in Deutschland primär nutzen, die wir auch sicherlich alle kennen. Links angefangen Facebook, Instagram, LinkedIn. Wir haben noch Xing, YouTube und TikTok. Das sind die, auf die wir heute eingehen. Ich habe hier einmal einfach Screenshots mitgebracht von einem Beispiel von einem Ernährungs- und Fitnesscoach. Nur einfach mal, dass man mal sieht, wie wirkt das. Das sind jeweils die Kanäle aus der mobilen Ansicht. Und hier sehen wir jetzt genau bei Xing, was gerade auch die Frage war, lieber Xing oder LinkedIn. Dazu muss man wissen, Xing hat seit diesem Jahr das gesamte Modell umgestellt. Nämlich ist es mittlerweile eine reine Karriere- und Recruiting-Plattform. Das heißt hier, ähnlich wie StepStone und Co. haben sie ihn genutzt, dass in der Vergangenheit unfassbar hohe Nutzerzahlen im Verhältnis dort waren, also sehr viele ihr eigenes Karriereprofil hinterlegt haben. Und genau das wird heute genutzt fürs Recruiting. Deswegen werden wir Xing heute ausklammern, weil Xing kein klassischer Social Media Kanal mehr ist, wie er früher einmal war. Ich habe hier mal eine ganz interessante Zahl oder Statistik oder Auffälligkeit markiert. Auf die kommen wir später nochmal zurück. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, warum habe ich das markiert? Wir sehen hier, bei YouTube hat dieser Ernährungscoach mehr Abonnementzahlen als auf einzelnen anderen Kanälen, was schon darauf hindeutet, dass er alle anderen Kanäle nutzt, um seine Zielkunden gezielt auf seinen YouTube-Kanal zu steuern. Warum das relevant sein kann, auch für dein Geschäft. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Auch jetzt nochmal zwei Statistiken, die ich hier mitgebracht habe für dich. In der ersten Statistik sehen wir, dass Facebook die meisten Seitenaufrufe hat, und zwar mit Abstand in Deutschland. Das hängt auch damit zusammen, dass Facebook die älteste Plattform ist, die wir so kennen, aber dort auch einfach ja, mehr Interaktion bei Facebook stattfindet als bei allen anderen Kanälen. Hier sehen wir Instagram mit nur 15,5% im Gegensatz zu Facebook mit fast 64%, Entschuldigung. Massiver Unterschied bedeutet, dass in Facebook lässt sich ableiten, die Leute einfach viel mehr, ja, vielleicht auch sogar recherchieren und einfach sich dort länger bewegen. Die zweite Statistik, auch hier habe ich zwei Sachen hervorgehoben, einmal Instagram, einmal Facebook. Wir sehen hier, dass Instagram eine Plattform ist mit sehr vielen jüngeren Nutzern. Fast 75% sind unter 30 Jahre alt. Wohingegen bei Facebook, wie wir sehen, dass etwas ausgeglichener ist, das Verhältnis, und sehr stark auch älteres Publikum dort vertreten ist. Hängt sicherlich auch damit zusammen, wie gerade erwähnt, Facebook ist die älteste Plattform. Das heißt, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, wann ist sie entstanden? Vor 15 Jahren, 20 Jahren grob, sind natürlich auch die Leute älter geworden. Und dementsprechend hat Facebook auch ein älteres Publikum.
Das müssen wir im Hinterkopf behalten für unsere mögliche Strategie, die wir in unserem Geschäft anwenden, weil möglicherweise kann es ja sein, dass unsere Zielgruppe genau Rentner zum Beispiel sind oder ab dem Rentenalter. Das heißt, hier wäre Facebook die absolut relevante Plattform. Dann habe ich mal aufgelistet für euch und für dich, was sind eigentlich die Inhalte und Funktionen der jeweiligen Kanäle. Ich habe jetzt mal Facebook und Instagram in Anführungsstrichen zusammengefasst. Wir gehören beide zum Meta-Konzern, funktionieren beide annähernd ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich. Und deswegen habe ich sie einfach mal gruppiert. Wir gehen es einfach mal im Schnelldurchlauf durch. Facebook, Instagram ist für Bild und Video geeignet. Man kann auf Facebook allerdings, wenn man möchte, auch reinen Text posten. Bei Instagram ist es nicht möglich. Es gibt eine Story-Funktion. Das bedeutet, ich kann für 24 Stunden ein Bild oder ein Kurzvideo als Story auf meinem Kanal posten. Das hat man mal eingeführt, damit man praktisch ein Instrument schafft, dass die Nutzer jeden Tag immer wieder reinschauen, damit sie bloß nichts von ihren Freunden verpassen, was die gepostet haben können. Ob man das selber mag oder macht, steht auf einem anderen Blatt Papier. Das ist nur der Grund, warum man das eingeführt hat. Das Schöne ist jetzt an der Stelle, Facebook bietet Gruppenfunktionen. Das bedeutet, hier gibt es ganz viele Gruppen mit verschiedensten Themen, wie zum Beispiel, wie kann ich schnell abnehmen? Wie werde ich fitter? Wie kann ich meinen Garten pflegen? Was sind die schönsten Blumen? Was sind die schönsten Tiere? Ganz viele Gruppen mit entsprechenden Themen, allerdings auch nur bei Facebook, bei Instagram nicht. Und die Gruppen können auch exklusiv geschlossene Gruppen sein, dass man nur nach einer Freigabe rein kann oder eben offene Gruppen, da kann sich jeder anschließen. Es gibt Chatfunktionen bei beiden. Man kann sich untereinander Nachrichten schicken. Veranstaltungen können auch bei Facebook erstellt werden, also virtuelle Veranstaltungen, aber auch wenn zum Beispiel ein Straßenfest hier stattfindet, dann kann ich das als Veranstaltung auch bei Facebook und zum Beispiel auch in einer Gruppe wie Straßengruppe, das halt nur Bewohner, Bewohnerinnen der Straße dort und entsprechend die Veranstaltung posten. Man kann auch Orte verlinken. Bei Facebook ist es möglich, auch noch einen ausführlichen Steckbrief zu hinterlegen. Das ist gerade fürs Business schon interessant, weil man auch Öffnungszeiten und so weiter dort hinterlegen kann und ja, viele Details dort zu seinem Business auflisten kann. Man kann auch nochmal Accounts untereinander verlinken. Das hat dann den charmanten Vorteil, dass wenn man etwas postet und jemanden verlinkt, der vielleicht schon eine riesen Reichweite hat, dass man die sich zunutze machen kann. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht bei jeder Plattform alles so im Schnell oder im Detail durch wie gerade, weil sich vieles ähnelt. Wir gehen jetzt nur auf die Unterschiede ein. Bei LinkedIn zum Beispiel gibt es keine Story-Funktion. Ich kann aber dort auch zum Beispiel Umfragen generieren. Wenn die Lina zum Beispiel mal wissen möchte, hey, welche Uhrzeit ist eigentlich für dich so die beste, um mal in einem Impulsvortrag über eine halbe Stunde während deiner Arbeitszeit oder Pause, so, dann kann sie die Umfrage starten und du kannst dann mitbestimmen oder mitstimmen und die Lina weiß dann hinterher, ah, okay, Lunch and Learn ist das super Format mittags um 12:30 Uhr. Auch hier gibt es Gruppen, geschlossene und geöffnete Gruppen für wiederum bestimmte Business-Themen. Chat-Funktion hatten wir schon. Ansonsten ist von den Funktionen her das fast identisch zu den anderen zwei Kanälen. Bei YouTube wiederum ist es etwas anders. Bei YouTube gibt es nämlich nur die Möglichkeit, Videos zu posten. Ich kann sie öffentlich oder privat schalten. Der Unterschied ist, privat, es kann nur jemand das Video sich auch anschauen, wenn er entsprechend, ich sag mal, wie eine Art Einladung von demjenigen bekommen hat, der es hochgeladen hat. Alle öffentlichen Videos, der Name sagt schon, kann jeder öffentlich einsehen und aufrufen. Hier gibt es die sogenannten Shorts, das sind Kurzvideos bis zu 60 Sekunden. Damit hat YouTube mal auf TikTok reagiert, ist heute nicht im Hauptfokus, sei nur mal erwähnt. Dann haben wir noch den gravierenden Unterschied zu den anderen Kanälen. Bei YouTube kann ich nur Kanälen folgen, bei Instagram im Übrigen auch. Bei den anderen, Facebook und LinkedIn, da vernetzt man sich richtig. Ja, das ist so wie virtuelle Freundschaften schließen. Bei YouTube gibt es noch eine ausführliche Kanalbeschreibung. Dort kann ich dann auch ein Impressum hinterlegen und Co. Verzeihung. Und ja, viel mehr ist bei YouTube dann auch nicht möglich. Bei TikTok
ist es dann noch krasser, weil dort gibt es ausschließlich Kurzvideos, es gibt ausschließlich eine Kurzbeschreibung, wo viele Hashtags benutzt werden. Auch hier kann ich nur folgen und auch nur einen ganz kurzen Steckbrief in meinem Kanal hinterlegen. Das erstmal ein grober Überblick über die Inhalte und Funktionen. Da gibt es natürlich noch viele, viele weitere kleine Funktionen. Ich habe jetzt mal die Hauptfunktionen hier für dich aufgelistet. Im nächsten Punkt geht es um die Nutzung. Das heißt, aus reiner Nutzersicht, wann nutzt wer welchen Kanal? Also wir sprechen jetzt nicht aus der Business-Sicht, die du jetzt vielleicht mitgebracht hast, sondern geh davon aus, du hast jetzt gleich, sag mal, Feierabend und Langeweile und möchtest dann die Zeit in Social Media nutzen. Das heißt, Facebook und Instagram wird fast ausschließlich privat genutzt. Ja, das heißt, in deiner Freizeit, wie gerade beschrieben, du sitzt abends auf der Couch, möchtest eine halbe Stunde dich, bis Essen fertig ist, berieseln lassen. Ja, du kannst dort mittlerweile auch immer mehr News dir anschauen, weil sich halt auch viele, viele Zeitungen und Co. sich dort platzieren mit News. Dass du halt nicht noch auf die Tagesschau warten musst, sondern dort, weil du dich ja dort eh dann bewegst, eine halbe Stunde versuchen sie sich dort zu platzieren. Das heißt, wir haben einen großen Entertainment-Faktor und du kannst dort Infos von deinen Freunden, mit denen du dich connected hast, einsehen. Das sind so die Hauptgründe, warum man das nutzt. LinkedIn ist wiederum komplett anders. LinkedIn nutzt du in der Regel nicht auf der Couch, um dich entertainen zu lassen, sondern wenn du gerade Geschäftsführer bist, wenn du Abteilungsleiter bist, wenn du Führungskraft bist, versuchst du dort dein Business-Netzwerk aufzubauen, dich mit Leuten zu connecten. Du triffst dich auf Veranstaltungen wie letzte Woche Freitag, dem Hessischen Gründerpreis. Du lernst neue interessante Leute kennen. Man vernetzt sich bei LinkedIn, um sich später zu folgen, um sich Inhalte zu teilen und im besten Fall noch Nachrichten darüber zu schicken und wenn es ganz gut läuft, dann ja, gemeinsames Business zu machen. Das heißt, hier wird das auch eher genutzt, um zu schauen, okay, was passiert eigentlich so in deinem Business-Netzwerk? Hat jemand eine neue Position? Hat jemand das Unternehmen gewechselt? Neue Kenntnisse erlangt? All das passiert bei LinkedIn und mittlerweile ist es auch eine sehr, sehr große Lernplattform. Ist heute nicht das Thema, aber wichtig zu wissen. YouTube ist ein bisschen ein Mix, weil dort sehr viele Reportagen, Fernsehsendungen auf Abruf sind, so eine Art Mediathek. Das heißt, es ist mittlerweile fast schon ein TV-Ersatz für viele Leute. Du schaust dir das privat an, du möchtest Entertainment-Videos schauen. Ja. Gleichzeitig aber, weil dort ausführliche, lange Videos platziert sind, die oftmals Problemlösungen beschreiben. Wie repariere ich eine Waschmaschine? Wie schneide ich meine Rosen perfekt ein? Hast du Ernährungstipps, Fitnesstipps, aber auch Excel-Tipps. Das heißt, hier kommt so ein bisschen das Business noch in den Fokus. Das heißt, dass zum Beispiel, wie baue ich eine Webseite oder SEO-SEA-Tipps für Online-Marketing. Und da sieht man schon, das geht inhaltlich in das Thema Business rein. Das heißt, hier ist das nicht mehr so ganz klar abzugrenzen. Und dementsprechend ist es auch wie eine Art Lernplattform. Und das Schöne ist, die Videos werden dort wie archiviert. Die sind zwar auch bei Facebook und LinkedIn irgendwo im Archiv, aber die Kanäle funktionieren so, dass du immer Neues oben angezeigt bekommst. Und bei YouTube ist das Schöne, wenn ein 10 Jahre altes Video inhaltlich heute noch immer relevant ist, dann wird es immer wieder noch geschaut und verliert erstmal so schnell nicht an der Relevanz. Ganz anders ist das bei TikTok. TikTok ist unfassbar trendgetrieben, was diese Woche der heiße Scheiß ist, wie man so schön sagt, kann nächste Woche schon wieder komplett irrelevant sein. Und diese Videos würden dann nie wieder angezeigt werden, weil der Algorithmus das dann entsprechend verhindert. Und TikTok wird in der Regel rein in der Freizeit aus Entertainment-Gründen konsumiert. So viel zu dem Nutzungsverhalten auf den jeweiligen Kanälen. Das hier ist einfach nur eine Übersicht für die, die später die Präsentation sich nochmal anschauen. Das waren gerade Themen, die wir schon besprochen haben. Gibt es Fragen an der Stelle? Wir haben den Part 2 jetzt soweit erstmal erreicht, beziehungsweise ja, fertig besprochen. Hast du Fragen zu einzelnen Punkten? Nutze gerne den Chat. Bislang ist noch keine Frage dort. Dann warte ich noch mal einen kleinen Moment, ob vielleicht noch eine reinkommt. Nutze die Gelegenheit.
Alles klar soweit. Prima. Also keine Fragen, dann geht's direkt weiter. Und wir kommen zu dem vielleicht für dich spannendsten Part des Tages, nämlich praktische Tipps und Beispiele. Wie kann ich das den jeweiligen Kanal Social Media nutzen, um für mich und mein Business sich dort zu platzieren, positionieren, um dann im besten Fall Kunden daraus zu generieren? Dazu möchte ich das anhand eines kleinen, kurzen, plakativen Beispiels euch näher bringen. Stellt euch vor, du bist Fitness- und Ernährungscoach. Der Zielkunde ist jetzt kein Unternehmen, den ich eine Software verkaufen möchte, sondern ist die Person, die Privatperson, die gerne fitter werden möchte, vielleicht auch abnehmen möchte. Das ist unser Beispiel heute. Jetzt gibt es den ersten potenziellen Kunden, der meine Dienstleistung gerne in Anspruch nehmen möchte und weiß noch gar nichts davon. Das ist der so schöne Couch-Potato, der abends gerne Netflix schaut. Und im Beispiel 2, der oder die stressige Managerin hat gefühlt keine Zeit, sich oder möchte sich oder kann sich keine Gedanken machen, wie kann ich mich gesund ernähren, wie kann ich fitter werden. Das heißt, wir haben hier zwei völlig unterschiedliche Beispiele. Aber jeder von denen ist potenziell in dem Fall dein Kunde. So, und jetzt die Frage, wie kommen wir an jeweils die einzelnen Personen? Entschuldigung. Dazu schauen wir uns mal an, Facebook und Instagram. Das heißt, hier brauchen wir entsprechende Botschaft und eine Ansprache, wie zum Beispiel, ist deine Kleidung zu eng? Bist du immer müde und schnell außer Atem? Die Lösung ist jetzt fitter werden und dich wohler fühlen. Ja, statt Chips, versuch's doch mal auf der Couch mit einer Nussmischung, ob das jetzt ernährungsmäßig wirklich völlig richtig ist. Bitte nagelt mich da nicht fest. Einfach nur plakative Beispiele. Wie bekomme ich das hin? Beispiel 1 wäre eine exklusive, selbst erstellte, geschlossene Facebook-Gruppe von mir, weil ich bin Ernährungsexperte, komm in meine Facebook-Gruppe, ich erkläre dir dort wertvolle Tipps und Tricks. Und du musst dich also jetzt bei dieser Person, bei dem Kanal, bei der Gruppe melden, dass du dort Interesse hast und wirst hineingelassen. Und jetzt kommst du in den Genuss, immer wieder wertvolle Tipps mitzubekommen. Das heißt, du konsumierst den Content vom Coach. Du kannst dich aber auch, und das ist auch das Schöne bei Facebook, es gibt ja schon zahlreiche Gruppen, vielleicht auch öffentliche Gruppen, wo es einfach darum geht, Ernährungstipps, Fitnesstipps, Abnehmtipps. Und dort kannst du dich einfach geschickt mit Kommentaren platzieren. Achtung, ganz wichtig, keine richtige Eigenwerbung da reinschießen, wie zum Beispiel, ey, ich bin Ernährungscoach, buch doch bei mir einen Kurs, sondern versuch dich dort sympathisch zu positionieren mit Tipps und Tricks. Und wenn Leute merken, okay, hier kommt immer wieder was, der scheint Ahnung zu haben, fangen sie automatisch an, dir zu folgen. Die dritte Variante sind kurze Videos, kurze Stories und Bilder mit Texten, in denen es um Ernährungstipps geht und so weiter, dass du dort mit deinem eigenen Account entsprechende Mehrwerte für deine Follower generierst. Und dieser ganze Mix sorgt dafür, dass du immer mehr Follower bekommst, dass du deinen Expertenstatus dir aufbaust und in Anführungsstrichen automatisch dann später die Kunden zu dir kommen. Da gehen wir später noch mal etwas mehr drauf ein. Beispiel 2, LinkedIn. Bei LinkedIn geht es ja darum, wir haben ja eben gesehen, das ist ein reines Business-Netzwerk. Da können wir jetzt nicht den Couch-Potato hinterm Ofen hervorlocken, der ja vielleicht abends in seiner Freizeit ist, aber tagsüber, weil LinkedIn, das habe ich eben nicht erwähnt, wird primär tagsüber im Business-Alltag genutzt. Das heißt hier, wenn jetzt Führungskräfte oder Geschäftsführer oder auch Online-Affine sich auf LinkedIn tummeln, dann wollen die natürlich anders angesprochen werden, weil denen geht es gerade um, die haben ein ganz anderes Problem, wie zum Beispiel keine Zeit im stressigen Job zum Abnehmen. Mit meiner Methode brauchst du nur 10 Minuten am Tag, um leistungsfähiger und stressresistenter zu werden. Am Ende des Tages geht es darum, möglicherweise Gewicht zu verlieren, fitter werden. Das heißt, beide Beispiele haben das gleiche Ziel. Der Weg ist nun ein anderer und die Ansprache. Wie kriege ich das hier hin? Kurze Videos, Bilder, Text mit Erläuterung, vielleicht auch der Methode in dem Fall, Studien, die zeigen, warum das wichtig sein kann oder auch sogenannte Testimonial. Hast du schon Kunden, die das erfolgreich im Business gemacht haben? Bei LinkedIn lesen die Leute etwas mehr, als es gerade bei TikTok, da liest fast niemand, oder bei Facebook und Insta ist. Das heißt, hier müssen wir uns genau das Nutzerverhalten zum Vorteil machen
Hier werden gerne auch Studien gelesen, man kann das verlinken und nochmal einen ganz anderen Expertenstatus sich hier aufbauen. YouTube wiederum ist ein leichter Mix, wir sehen es hier. Weil wir haben ja eben gehört, abends der Couch-Potato oder tagsüber vielleicht derjenige, der sich irgendeine Excel-Formel erklären lassen möchte, der wird anders, möchte anders angesprochen werden als der, der abends auf der Couch sitzt. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, bei YouTube wirklich ausführliche Erklärvideos zu platzieren. Was ich vorher immer nur anteaser, weil ich nur kurze Videos mache, weil die Plattformen so einfach funktionieren, so ist YouTube ganz anders. Wir erinnern uns an das Beispiel von dem Ernährungscoach ganz zu Beginn. Der hat bei YouTube mehr Nutzer als auf einzelnen Kanälen, weil er einfach bei YouTube mit 8, 9, 10 Minuten Videos komplett ins Detail geht, viel mehr Mehrwert schafft und vielleicht auch besser motiviert als in so einem Kurzvideo. Und da haben die Leute Lust zu, weil ihnen hilft es was. Das heißt, das wirst du dir sicherlich nicht bei der Arbeit jetzt anschauen, 10 Minuten das Video, aber du hast dort die Möglichkeit, natürlich das für abends dir aufzusparen, statt eine Folge Netflix, halt dich ein bisschen um deine Gesundheit abends auf YouTube zu kümmern. Du hast hier auch noch natürlich, dadurch, dass du mehr Zeit hast, einen viel höheren Experten oder eine höhere Möglichkeit, deinen Expertenstatus aufzubauen. Und all das kannst du im Vorfeld in sogenannten Short-Videos alles anteasern. Das heißt, du nimmst ein Video auf, das geht 10 Minuten, da wird massiv erklärt, was du auf der Couch abends vielleicht statt Chips essen solltest, um fitter zu werden, gesünder zu leben. Und in den Kurzvideos haust du einfach nur die sogenannten Keywords raus, zack, zack, zack. Du machst dein langes Video dafür interessant, dafür kannst du die Shorts nutzen. Und der Vorteil ist noch einer, wenn du dieses lange Video hast, dann kannst du zum Beispiel, wenn wir an die Gruppen von eben von Facebook denken, dann kannst du ja dort auch kommentieren, wenn jemand fragt, hey, hat einer irgendwie eine Idee? Ich bin abends immer müde auf der Couch, woran kann das liegen? Und dann kannst du dort praktisch dich positionieren und im Kommentar schreiben, hey, passend dazu habe ich ein YouTube-Video gefunden, schau doch mal hier und verlinkst dein langes 10-Minuten-Video und kannst über den Weg aus der Facebook-Gruppen-Community die Leute zu deinem YouTube-Kanal schicken. Und bei LinkedIn kann das ähnlich so sein. Das heißt, so wie das Beispiel des Ernährungsberaters vom Anfang, der spielt es genauso aus, dieses Match. Der positioniert sich auf all den Kanälen mit Kurzvideos, mit Kurzstatements und schickt die alle zu sich auf den YouTube-Kanal. TikTok ist ein bisschen einfacher. Ja, hier muss zack, 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 der Entertainment-Faktor muss hier ganz groß sein. Die Leute müssen Lust daran haben, sich lange mit dem Thema zu beschäftigen, nicht lange, Entschuldigung, kurz mit dem Thema aufzuhalten und müssen merken, okay, der Typ ist sympathisch, auf den habe ich Lust, der scheint Ahnung zu haben. Und das ist dort viel, viel schnelllebiger. Und wir sehen hier, sind die beiden Zielgruppen verschachtelt, weil ja auch hier der Manager vielleicht auch mal in einer Pause 5 Minuten mal bei TikTok reinschaut. Und wenn er dich dort sieht, sieht er dich dann auch später wieder bei LinkedIn und so spielst du auf allen Hochzeiten. Das ist erstmal meine fast letzte Folie. Hier habe ich nochmal ein paar Tipps und Tricks für dich mitgebracht, die du im Alltag anwenden kannst und solltest, wenn du es nicht schon tust und auch ein bisschen wissen solltest. Entschuldigung, bin noch ein bisschen angeschlagen. Gehen wir mal ganz schnell durch. Wichtig ist, du brauchst eine Strategie. Was willst du wann, wie und wo posten? Ein paar Details haben wir gerade angesprochen. Sympathie schlägt Besserwisser, ganz wichtig. Kein Mensch findet Besserwisser sympathisch. Also versuch entsprechend dein Wissen nicht wie in der Schule, wie wir es von früher kennen, dort zu platzieren, sondern irgendwie charmant. Da musst du ein bisschen deinen Weg finden. Ganz wichtig ist, du musst natürlich deine Zielgruppe kennen und auch dann wissen, wie sprichst du sie an. Ein Fachanwalt möchte sicherlich anders angesprochen werden, als wenn du jetzt irgendein Fitnessguru oder ein Golfspieler, Sportler ansprechen möchtest, Stichwort Ansprache du und sie. In dem Zusammenhang verwende gerne eine leichte Sprache, damit die Leute dich auch verstehen können, die nicht voll vom Fach sind. Das heißt, versuche Fachausdrücke
mit denen sparsam umzugehen, wenn du welche nutzt. Das lässt sich natürlich nicht immer vermeiden. Erklär sie ganz kurz für die, die nicht voll im Thema sind, sonst verlierst du die im Laufe der Zeit immer mehr auf deinen Kanälen. Was wir eben kurz hatten, Mehrwert schlägt Eigenwerbung. Das heißt, wenn du Ernährungstipps einfach gibst, dann assoziieren Menschen mit deinen Aussagen, dass du Fachkompetenz besitzt. Das ist aber noch wiederum was anderes, als wenn du sagst, buche jetzt meinen Kurs für heute im Sale. Ich habe ein neues Produkt entwickelt. Da haben die Leute nicht so Lust zu. Die werden jeden Tag schon mit bezahlter Werbung voll geballert, hätte ich bald gesagt. Und deswegen wollen die nicht noch in Videos und Posts, die nicht bezahlt sind, auch nochmal aktive Werbung haben. Jetzt kommen wir zum ganz wichtigen Punkt, der auch für euch zur Einschätzung, wie erfolgreich ist eigentlich mein Post, wie erfolgreich ist mein Kanal. Natürlich gibt es die harten Fakten, wie viele Likes generiere ich, wie viele Leute kommentieren. Das ist, jeder freut sich über ein Like, das ist klar. Jetzt muss man aber wissen, wir hatten es am Anfang in der Umfrage. Es gibt ja einige, die nur lesen. Da waren wirklich eine Handvoll Leute jetzt hier bei uns nur in der Runde. Die schauen sich die Beiträge an, sie lesen sie, ordnen sie für sich irgendwie ein, aber interagieren nicht. Ja, und möglicherweise schaut man dann auch nicht jeden Tag auf jeden deiner Kanäle. Das bedeutet, dass gar nicht so extrem wichtig ist, wie viele liken deine Beiträge, sondern viel wichtiger, wie oft werden die eigentlich gesehen, wahrgenommen und auch gelesen. Ich erlebe das ganz oft, dass bei meinen Netzwerkveranstaltungen, auf die ich gehe, ich Leute treffe, die ich vielleicht nur ein, zweimal im Jahr irgendwo sehe und treffe, die sprechen mich aktiv ungefragt auf Posts an, die vielleicht ein halbes Jahr zurückliegen und ich genau weiß, der hat noch nie sich irgendwo bei mir beteiligt, geliked, kommentiert. Dann merke ich aber, ah, okay, man wird wahrgenommen. Das ist diese Sichtbarkeit, die wir auf Social Media generieren wollen. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Social Media erzielt selten direkten Sale. Also man verkauft nicht unmittelbar ein Produkt oder eine Dienstleistung. Ja, ein Produkt schon eher. Also wenn man jetzt wirklich ein physisches Produkt hat, gerade jetzt zum Black Friday, dann ist es was anderes. Da geht es aber heute nicht drum, sondern es geht ja um deinen Business Case. Du bist oft in der Regel hier in der Runde ja solo selbstständig und hast irgendeine Dienstleistung, die du anbietest. Das heißt, ganz wichtig, Social Media ist ein Marathon und kein Sprint. Das sollte dir bewusst sein. Die sogenannte Customer Journey, die Kundenreise bei dem Ernährungs- und Fitnessbeispiel kann tatsächlich sich über Monate, gar Jahre hinziehen, weil irgendwann oder am Anfang über den kostenlosen Content die Leute schon Erfolge wahrscheinlich dann spüren, freuen sich, hey, der hat mir weitergeholfen. Irgendwann kommt aber ein Cut, da geht es dann, sag jetzt mal, beim Abnehmen nicht weiter. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich möchte aber weitergehen, ich brauche jetzt Hilfe und ich wende mich jetzt genau an den, weil der hat, bis hierhin hat er mich begleitet, man hat das Gefühl, man kennt ihn. Und dann, das kann nach Monaten oder gar Jahren sein, und jetzt buche ich bei dem mal einen Termin. Und das ist dieser Marathon. Und das ist eigentlich die Hauptfunktion von Social Media im Bereich der Dienstleistung.